Ja, guten Morgen, YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerhause? Mit dem Schnellklingeln zurückschlagen ist dann gestern Abend nichts geworden. Die Klingen mussten gewechselt werden und ich konnte sie fast nicht lösen. Die waren so zurückgedrückt und die Schrauben sitzen nicht mehr gut. Die Schraube hat durchgedreht und ich musste mit dem Winkelschleifer rausschneiden. Und dann habe ich sie gewechselt. Die sind zu stark abgeschlagen. Ich hatte zum Glück noch am Lager, aber das musste ich auch gerade nachbestellen. Speziell die Schrauben zum Stoll. Auch Klingensatz links und rechts plus Schrauben habe ich jetzt nachbestellt. Ich denke, für diesen Schnitt reichen die Klingen noch. Ja. Der schon mitgenommen da. Und jetzt kontrolliere ich da, ob ich noch eine mehr wechseln muss. Ich denke, der Stein ist vorne reingekommen und ist dann zurück auf diese Scheibe gefallen. Ja, hallo Freunde, was läuft da beim Bauerhause heute? Dienstagmorgen. Ich bin da am Feldrand mähen, habe da einen 3 Meter Buchtstreifen entlang des Weitens der Saatkartoffeln und Zuckerbiss rauf zu den Zuckerrüben. Wird in der Schweiz gefördert, damit versucht man, dass wenn man die Spritze wartet mit Spritzmittel, dass die nicht auf dem Weg anfängt zu spritzen, sondern man fängt innen im Land an zu spritzen, um da Schäden zu vermeiden. So, jetzt mache ich das letzte Feld. Das schönste Gras. Eine lang auch dreijährige Mischung oder vierjährige Mischung auf A400 ist geplant, 3 Jahre hier zu behalten, ca. 80 Jahre. Und ich weiß noch nicht genau, ich denke, ich werde hier Silage machen. Also heute vielleicht einmal wenden und morgen rundballen Silage. Ja, und jetzt zeige ich da mal euch das auf A400. Mischung mit Weißklee und Englisch Reigras, denke ich. Gefällt mir. Grassilageballen für meinen Galloway geben. Und ich habe dann die Möglichkeit, ich werde dann immer ein bisschen mischen. Heu, altes Heu und ein bisschen Maissilage zusammen. Eine gute Kombination. So, es ist schon 10 vor 12. Ich mache noch eine Runde und dann nach Hause. Hat mir nicht gereicht, fertig zu mähen. Ja, liebe Freunde, mit dem 7/14er Kreiseln. Und ihr werdet sicher sagen, warum kreiselt der mit dem 7/14er? Hat ja noch einen 3/11er und einen Same. Und warum mache ich das? Der Komfort, breite Bereifung, wenig Luftdruck, guter Einschlag. Mein 7/14er ist wendiger als mein 3/11er. Warum nehme ich den? Geht mir am bequemsten und ich habe da gerade gesehen, in dieses Rad. Geht dann nachher zu tief, geht ein Jäger nicht gut. Dann ist der 3/11er noch an der Spritze angehängt. Ich
Ich möchte eigentlich noch Zuckerrüben fertig spritzen mit Bor und Mangan, mit dem Lepsol Bor, mit dem Lepsol mal das kann ich nicht mehr aussprechen. Lepsol Mangan. Vielleicht morgen in den abgehenden Tau werde ich da rein spritzen. Darum will ich auch die Spritze nicht abhängen. Und wie gesagt, fahre eh lieber mit dem 714er. In Hanglage, wenig Luftdruck und es ist da ziemlich holprig. Die Kühe sind da im Herbst in dieser Weide und machen da immer ziemlich viel Trittschäden. Und darum ist die ganze Sache auch holprig. Es kommt dann auch raus, wieso? Also wegen der Älteren und so weiter und so fort. Es geht, glaube ich, wiederum das erste Kind. Da stecken Geschichten hinter diesen Songs, die wir uns da heute spielen, an unserem grossen Sommerhitztag. Herzschmerz und Fernweh in einem, das gibt es jetzt mit Aventura Obsession. Die gute Musik muss ich leider abschalten, sonst lässt sich mein Video nicht monetarisieren. Das heisst, es lässt sich keine Werbung aufschalten, die auf mein Konto läuft. Dann läuft es nur auf das Konto von Google, die Werbung. Darum gute Musik abgeschaltet. Leider, leider. Ja, liebe YouTube-Freunde, Probegrabung in den Saatkartoffeln. Ich habe da 10 Stauden ausgegraben. Der Feldbesichtiger war hier. Abspritztermin wäre 29. Juni. Und ich werde jetzt nach Hause gehen und Kaliber schauen, wie groß. Ich habe das Gefühl, die werden zu groß. Die werde ich vielleicht schon morgen, den 24. Juni, zuerst abschlägeln und dann noch mit Diquat nachbehandeln. Also, kommt doch noch gut mit meinen Saatkartoffeln. Ich hätte nicht gedacht, dass die Größe erreichen. Aber die Witterung in den letzten Wochen war so wahnsinnig für die Kartoffeln. Die sind fast explodiert im Boden. Die sind so gewachsen. Ich bin echt erstaunt. Vor einer Woche haben wir da Kartoffeln viruskrank herausgelesen. Ja, da waren sie noch viel zu klein. Und in einer Woche haben sie schon fast die Größe erreicht. Und die Numa ist auch bei mir auf dem Feld. Jawohl. Maß, Quadratmaß ist 32 mm. Für Saatkartoffeln und das Große ist 50 mm. So, da schauen wir mal. 50 mm, denke ich, ist nicht mancher zu groß. Dieser hier hat 50 schon erreicht. Einer. Die gehen alle durch sonst. Die gehen durch. Das ist gut. Wenn ich die abspritze oder abschlägle, wachsen die noch 2-3 Tage. 2 zu groß. Gut. Und jetzt schauen wir mal, wie viele zu klein. 1, 2. Zu klein. Größe schon gut. Klein. 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 Größe. Hier ist auch noch ein kleines. Hier. Ja, gut. Ganz klein. Gut, diese sind alle schon im Saatkartoffel. Maß ist gut. Diese hier sind zu klein, diese zwei zu groß. Heißt, wenn ich die weiter wachsen lasse, sind sehr wenig kleine, die noch ins Maß reinkommen können. Aber es sind viele, die nachher über 50 Quadratmaß haben. Und dann ist es kein Saatkartoffel mehr.
und Speisekartoffel Agria ist dieses Herbst nicht gesucht. Es gibt nur Futterkartoffeln oder ja. Das heißt für mich, Größe erreicht. Jetzt werde ich das vielleicht noch schnell wägen. Ich habe auf die Schnelle 10 Stauden rausgerissen. Ist nicht so wahnsinnig. Das heißt, pro Staude kann ich sie noch zählen. 5 Stück vielleicht. Ich nehme jetzt hier die kleinen und die großen noch dazu, komme ich auf ca. 17 Tonnen Ertrag die Hektare. Und mit der Tendenz, dass es noch ein bisschen mehr gibt. Ja, und mit diesen Kartoffeln ab in die Küche. Gibt dann ein feines Essen daraus. 2,6 Kilo Agria frisch gerodet. Noma, komm. Komm, Noma, komm. Komm. So. Bereits schon fast 9:30 Uhr. Dienstagabend. Wunderschön. Ein solcher Abend, 9:30 Uhr, man kann noch im T-Shirt marschieren. Das ist Sommerfeeling. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen, ciao, ciao.